So, läuft, glaube ich. Jetzt. Jo. Okay. Super Ja, gut. schönen guten Abend allerseits. Wer sich wundert, dass es zwei Eva-Aberts heute gibt, das hat technische Hintergründe zur klaren Differenzierung. Die richtige Eva-Abert ist die hübschere Dame ohne Bart, an die ich die Moderation übergebe hiermit. Ach, du hättest das sicher auch ganz wundervoll gemacht, aber Hervorragend. ich danke dir sehr. Der Luis hat quasi das Backup hier gerettet, weil ich gerade auf Zypern bin und nicht ganz klar war, dass ich es rechtzeitig vor den Laptop schaffe. Und umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat und ich hier wieder mit vier großartigen Experten einen Finanztalk halten darf. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, inwieweit die Finanzberatung Fluch oder Segen ist. Und wir ja darüber reden wollen, ob Finanzberater ihrem Job moralisch integer und korrekt nachkommen oder ob es eher für uns ja etwas ist, um das wir einen großen Bogen machen sollten. Und ich freue mich wie immer sehr, dass unsere Annette Weiß mit dabei ist, selber auch in der Branche tätig und auch tätig gewesen lange Zeit, inzwischen aber völlig auf Honorarbasis und immer nur zum Wohle des Kunden und ganz individuell auf diesen ausgerichtet. Und von daher ja mit sehr, sehr viel Ahnung in dem ganzen Bereich, auch als ja, Expertin für finanzielle Bildung, als Bloggerin und als Online-Unternehmerin in dem Bereich. Dann ebenfalls eine sehr, sehr finanziell gebildete Fachexpertin, die Dani Partum, die auch einen wunderbaren Blog hat, auch gerade nominiert war bei einem ganz spannenden Award mit ihrem Blog und fast nach ganz vorne gekommen wäre. Aber auch nur fast leider. Nächstes Mal. Ja, Dani kommt aus dem Bereich des Wirtschaftsjournalismus. Und dein Herzensthema ist aber jetzt einfach auch die finanzielle Bildung und da unterstützt du vor allem Frauen einfach da auch mehr Genau. Fuß zu fassen, mehr zu wissen und daher auch wunderbar. Und ja, unsere beiden Herren im Bund, beide mit Bart, die Eva Abert, also ist der Luis Pathos, der sich hier quasi jetzt gerade unter meinem Admin-Namen noch tarnt, auch mit dabei ist, dessen Steckenpferd vor allem die Hochdividendenwerte sind. Der darüber auch ein ganz spannendes Buch geschrieben hat, Passives Einkommen mit Hochdividendenwerten. Demnächst gibt es ein neues, ganz spannendes Buch von Luis, auf das ich mich schon sehr freue. Und also Luis auch in Sachen finanzieller Bildung als Blogger und als Finanzcoach unterwegs und natürlich unser lieber Vincent, der mit Freaky Finance jetzt, glaube ich, gerade erst ein Jahr, nein, 3 Jahre, wie lange ist Hallo. 2 Jahre. 2, sie ist total daneben, 1 Jahr 3, 2 Jahre Freaky Finance auf einem sehr, sehr coolen Blog, wo er zu den Themen Finanzen, Geld, finanzielle Bildung informiert, so dass ja, ihr hier wirklich ganz, ganz tolle Experten am Start habt. Und heute wollen wir uns dem Thema widmen, wie sieht es mit der Finanzberatung aus? Ist Finanzberatung etwas, was uns unterstützt oder was uns vielleicht doch nur das Geld aus der Tasche zieht und vielleicht gar nicht so gut ist, wie man sich das wünschen möchte? Und ich habe dazu heute was ganz Spannendes gehört. Das bringe ich jetzt einfach direkt mal als Teaser kurz mit rein und freue mich, wenn die Experten dann loslegen. Und zwar wurde mir heute eine Anlage vorgestellt, wo gesagt wurde, ja, ich habe was ganz Tolles entdeckt. Ich zahle Geld ein, egal wie viel, und dann warte ich 30 Monate. Und nach 30 Monaten bekomme ich jeden Monat genau den Beitrag ausgezahlt, den ich eingezahlt habe. Jo. Da haben sich mir so ein bisschen die Haare gesträubt. Ich habe gesagt, das hört sich mal so spontan nach irgendeinem Schneeballsystem an und ich würde da mal ganz geschmeidig die Hände von lassen. Aber die Dame war ganz begeistert, hat gesagt, es gibt sogar eine Versicherung, wenn das nicht klappt, dass man sein Oh. Geld wieder zurückbekommt. Und dann dachte ich, na, was würdet ihr denn so sagen? Ihr seht alle auch ähnlich begeistert aus wie ich, oder? In dem Fall herrscht hier Einigkeit ausnahmsweise. Das. Aber vorweg noch eine Sache, weil wir eben bei Jubiläen waren. Ich wollte noch mal anmerken an der Stelle, dass der Finanztalk dieser Tage auch ein Jahr alt geworden ist Echt? und seinen ersten Geburtstag feiert. Ja. Yay, na, das ist aber schön. Dann herzlichen Glückwunsch an uns. Ja, und dann gleich mit so einer super Geldanlage, das ist natürlich klasse. Die Rendite ist genial nach knappen 3 Jahren, ne? Aber Ich, na also, ja.
Ich hätte eine Bitte. Einer von euch hat noch sehr viel Atem im Mikrofon. Vincent, mach du es mal ein bisschen weiter weg oder weiter hoch. Ich glaube, ein bisschen weiter weg vom Mund. Das wäre super. Also ich würde... Schwer. Nee, das ist einfach nur... Oder wir machen immer, der gerade nicht redet, macht sein Mikro aus und die reden, haben das Mikro an. Dann haben wir damit gar kein Problem. So, also dann kann Dani als anfangen, oder? Und wir anderen schalten uns dann aus. Ich weiß nicht, was das für ein Modell sein soll. Also ich würde da auch die Finger davon lassen, ohne jetzt Einzelheiten zu kennen. Aber nein, was soll das sein? Keine Ahnung. Klingt nicht gut. Ist auch keine Geldanlage. Also was soll das sein? Tagesgeldkonto oder what for? Man muss ja mal ganz logisch nachdenken. Dort, wo ja auch ein Angebot ist, da muss ja auch jemand ein Anbieter sein. Das heißt, jemand ist bereit, Geld zu nehmen und dann mit einem extrem hohen Multiplikator wieder auszuzahlen und das auch noch garantiert durch eine Versicherung. Ich meine, dann das ist doch Quatsch, das so zu machen. Dann würde ich doch viel lieber eine Hypothek nehmen auf mein Haus zu 1,9% oder wie viel auch immer und das investieren. Das ist doch viel logischer, als den Anlegern so viel Geld zu geben. Wo hat sie das denn aufgeschnappt, das Angebot? Jetzt muss ich mich schnell wieder laut schalten. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so weit gekommen. Ich wollte nur, also mich hat's etwas erschrocken und ich habe dann gesagt, also ich würde mir das sehr gerne mal anschauen, um das einfach mal genauer durchzuprüfen. Aber also ich werde es euch sehr gerne mal weiterleiten und dann nochmal eure fachkundige Meinung hören. Aber ich sehe, dass eure ersten Reaktionen alle ähnlich waren. Und ich bekomme übrigens gerade noch einen spannenden Hinweis darauf, dass ihr auf dem Blog von Vincent übrigens auch das Buch von die Buchvorstellung von Louis Buch lesen könnt. Also auch das, auch da gibt es noch einen spannenden Mehrwert hier zu den Experten, die ihr lesen könnt. Aber okay, also ich sehe, ihr seid alle nicht so spontan, sagt ihr nicht, Mensch, ja, da hat ein Berater richtig gute Arbeit geleistet. Das wird die genialste Geldanlage ever gewesen sein. Gebt mir die Unterlagen, ich will auch loslegen. Wie sind denn überhaupt eure Erfahrungen bisher? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Haben die Berater, die ihr kennt, ihre Jobs gut gemacht? Waren die Kunden und die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, glücklich mit ihren Beratern oder war das nicht immer einfach? Also ich war mit meiner Beraterin so glücklich, dass ich sie geheiratet habe. Aber nein, aber wir haben uns tatsächlich nicht über die Bank kennengelernt, sondern das war zufällig. Ich habe tatsächlich nie im Leben eine klassische Finanzberatung genossen. Vielleicht war das vorteilhaft. Ja. Aber um das Thema mal aufzugreifen, ist natürlich Fluch oder Segen zugleich, natürlich beides. Es kommt halt immer darauf an. Und ich denke mal, der Nettoeffekt lässt sich schwer ausrechnen, ob da jetzt per Saldo mehr Geld verbrannt wurde oder Nutzen gestiftet wurde. Also ich kann jetzt zum Beispiel, also ich selber habe ja keine Erfahrung, ich kann aber für meine Frau sprechen, die tatsächlich eben bei einer lokalen Volksbank hier ist, also direkt, also sehr am Kunden auch dran, wo es auch so ist, dass man Kunden im Bekanntenkreis hat, in einer Kleinstadt, die man jede Woche auch sieht, die Kunden, wenn man mal durch die Stadt läuft, wo die Produkte nicht provisioniert sind. Es gibt also nur ein Festgehalt, es gibt keine Provisionen und es in dem Sinne auch keine Zielvorgaben gibt, diese Woche jetzt 2 Lebensversicherungen, 3 Bausparverträge und weiß ich nicht was. Sodass ich sagen kann, das ist noch eine Beratung in dem Sinne, die den Namen verdient. Klar, verkauft die Volksbank nur Produkte, Fonds aus dem Hause Union. Bausparkasse, ich glaube, ich hoffe, Schwäbisch Hall war es, sonst kriege ich jetzt Ärger wieder zu Hause. Bausparkasse ist Schwäbisch Hall. Gut, ja, und was sie sonst noch alles haben. Versicherung R&V. Genau, das wusste ich auch noch, R&V. Aber auf der anderen Seite... auch die Kollegen, die ich von ihr kenne, die verkaufen nichts, das kann ich guten Gewissens sagen, muss auch nicht sagen, also nichts vor dem Hintergrund, weil sie irgendwas verkaufen wollen, sondern schon im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, was sie eben mit den Kunden erörtern. Klar, aus der Produktfamilie, aber ich sag mal, das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn ich ins BMW-Autohaus gehe, erwarte ich auch nicht nachher mit dem Skoda rauszufahren. Ne? Aber ist das so, dass du als Kunde bei einer Bank weißt, dass du ins BMW-Autohaus gehst? Also ich erwarte doch, wenn ich als Kunde in eine Bank gehe, erwarte ich vor allem mal, dass die in meinem, also weiß ich vielleicht sogar nicht mal,
dass es Produkte gibt, die nur das eine Bankhaus vertreibt und nicht das andere Bankhaus. Ich weiß vielleicht gar nicht mal, dann bin ich vielleicht schlecht aufgeklärt, aber dass es Produkte gibt, die vor allem auch die Provisionen der Banker erhöhen. Und ich kann ja auch mal sagen, das ist ja auch kein Geheimnis. Also in der Zeit, in der ich in der Bank gearbeitet habe, gab es schon auch sehr, sehr klare Ziele, die vereinbart worden sind, was denn umgesetzt werden soll von welchem Produkt. Und natürlich hat man versucht, den möglichst passendsten Kunden für diese Ziele zu finden. Aber vor allem hat man versucht, seine Ziele zu erreichen. Und das passte dann nicht immer mit den Kunden. So kenne ich das eigentlich auch, dass natürlich von den Vorständen Zielvorgaben gemacht werden und die Berater dann die Produktverkäufer, ich nenne sie ja in den Banken, ich bin jetzt in den Banken, weil Louis das vorgegeben hat, in den Banken sind das für mich Produktverkäufer, genau aus der Produktfamilie des eigenen Hauses, aber es sind keine Berater. Wie sich das jetzt verändert hat mit den ganzen MiFIDs und allen anderen Verbraucherregeln auch seit der Finanzkrise 2008, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es in großen Teilen immer noch so ist. Und ich persönlich habe keine guten Erfahrungen mit Bankberatern gemacht. Mich hat nach dem Studium ein MLP-Berater eingefangen, mit teils für mich wirklich verheerenden Folgen, weil ich auch nicht finanzgebildet war, obwohl ich ein Ökonomiestudium hatte, in meinen ganz normalen Sachen. Ich habe dann einige Jahre gebraucht, um das alles wieder aufzuräumen, was ich da unterschrieben habe. Ich habe es aufgeräumt, aber es hat mich einiges an Gehirnschmalz gekostet, viel Ärger, auch einiges an Geld. Ich weiß nicht, ob ich dem MLP-Berater jetzt einen Vorwurf machen würde. Ich würde den Vorwurf hauptsächlich bei mir suchen, weil ich mich nicht vorher genug informiert habe. Es ist wie immer natürlich eine Mischung. Die MLP-Berater sind ja verkaufstechnisch sehr gut geschult. Also der hat mich auch wirklich eingefangen, hat mich auf einem genau den richtigen Fuß erwischt nach dem Studium. Und ich konnte da leider nicht viel dagegen setzen. Und deshalb meine Erfahrung mit Provisionsberatern ist negativ, in der Tat. Annette, du bist ja hier die in diesem Dunstkreis sich am meisten bewegt. Ich meine, ich bin Finanzberater nach wie vor, ja. Aber ich würde mich jetzt trotzdem zuerst noch interessieren, welche schlechten Erfahrungen Vincent gemacht hat, bevor ich euch aus seinem wahren Leben erzähle. Nochmal, du wolltest jetzt wissen, was ich für Erfahrungen gemacht habe? Ja, natürlich nur die schlechten. Nur die schlechten. Ah, die schlechte, du spielst wahrscheinlich auf meine 200.000 Euro an, oder was? Ja, genau, da bin ich ja mal ganz böse reingefallen, aber das kreide ich jetzt auch nicht nur der Beratung an, da bin ich natürlich selber auch schuld. Ich habe tatsächlich 200.000 Euro in geschlossenen Beteiligungen versenkt, also vornehmlich Schiffsbeteiligungen und so geschlossene Immobilienfonds. Das war eine ganz bittere Geschichte und allgemein zu dem Thema Finanzberatung, Fluch oder Segen, das ist natürlich sehr individuell immer. Also das, ich sage jetzt mal, diese Bankverkäufer oder Versicherungsausschließlichkeitsvertreter, das ist sicherlich so in der Abstufung so das Blödeste, was man da so treffen kann. Dann gibt es ja aber auch andere, die eine breitere Produktpalette anbieten kann. Da ist man dann vielleicht schon ein bisschen besser aufgehoben. Grundsätzlich gibt es da nicht so ein Sprichwort, da müsst ihr mir helfen. Ich glaube, irgendwie die Frau und die Finanzen gibt man nicht in fremde Hände oder sowas. Also korrekt, ja, genau. Das, so halte ich das ja inzwischen auch in den meisten Fällen. Aber selbst ich, wo ich denke, ich habe da schon ein gewisses Know-how bei einigen Themen, zum Beispiel jetzt eine private Krankenversicherung oder sowas, da würde ich auch jemanden aufsuchen, der da mehr Ahnung hat von als ich. Ich kann da mich auch viel belesen, aber das ist halt so ein Thema, da bindet man sich an eine Geschichte im Zweifel über viele, viele Jahre und da lasse ich mir dann auch helfen. Und Annette, jetzt desillusioniere uns. Wie ist es in der Realität? Also MLP zum Beispiel ist ja eben nun mal keine Bank. Ja. Das sind Vertriebsstrukturen und alles, was Vertriebsstrukturen sind, ist für mich tatsächlich was mit rotem Tuch. Ob da jetzt MLP draufsteht, Telis Finanz draufsteht, AWD draufsteht,
ist mir alles vollkommen egal, alles, was da draußen kreucht und fleucht und im Prinzip tatsächlich die Leute im Studium abgreift. Ja? MLP ist ja tatsächlich auch spezialisiert auf Mediziner, die schon im Studium abzugreifen. Die dürfen in die Universitäten und dürfen dort allen Ernstes ein Vorlesungsteil, kein Vorlesungsteil, aber allen Ernstes vor dem im Auditorium kriegen die eine Bühne, damit ja. Dinge erzählen können, bei denen sich die Fußnägel hochrollen. Ja? Das ist Finanzberatung, das ist eine Schande für unseren Berufsstand. Schlicht und ergreifend, Punkt. Ja, sehr richtig. Dann das, wo wir von der Finanzberatung eigentlich herkommen, und hier müssen wir ganz deutlich trennen zwischen Bank und Versicherung. Das sind einfach zwei Paar Schuhe, und das ist was mich unglaublich, ich muss es deutlich sagen, es kotzt mich an, dass die Menschen das alles immer in einen Topf werfen. Es sind zwei verschiedene Sachen. Ein Finanzberater, der Anlage machen kann, kann in der Regel keine Versicherungen machen. Ja, weil diese Universalgenies, die es nicht gibt, ja, so ein Riesenhirn hat kein Mensch. Ja. Ich könnte zum Beispiel, wenn, wie Vincent sagt, eine private Krankenversicherung oder meine Krankenversicherung, das könnte ich nicht selbst machen, weil ich dafür nicht ausgebildet bin. Also gehe ich da natürlich, das ist meine Erfahrung mit Finanzberatung, ja, weil Anlageberatung, da war ich jetzt noch nie. Aber was Versicherungsberatung betrifft, ja natürlich, da gehe ich dann auch zu jemandem, der sich damit auskennt, weil das kann ich nicht. Natürlich gucke ich da wahrscheinlich auch mit einem Stück weit besseren Blick natürlich drauf, weil es sich ja in manchen Dingen überlappt oder wir eine relativ ähnliche Sprache sprechen mit anderen Themenschwerpunkten. Aber nichtsdestotrotz, die ganzen Fallstricke, die in den Versicherungsgeschichten lauern, fühle ich mich einfach außerstande, ohne fachliche Hilfe für mich sinnvoll zu lösen. Das schaffe ich. Das heißt, ein erster Tipp, den man vielleicht schon mal mitnehmen kann, ist, wenn du was Spezielles suchst, dann geh zu einem Spezialisten und nicht zu einem Generalisten, weil der kann alles gar nicht oder nur ein kleines bisschen. Der kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Mhm. Ja. Und das ist halt auch das, was ich den Banken heute ankreide, ja, weil das, was so wie ich Bank noch gelernt habe, wahrscheinlich du fast auch noch, ja, und das, was Louis Frau Gott sei Dank noch machen darf, ja, das ist was anderes als das, was heute gemacht wird, weil heute wird das gemacht, was Dani erlebt hat. Heute werden Finanzprodukte in der Bank vertickert. Und zwar vollkommen egal, ob das eine Sterbegeldversicherung ist, eine Gebäudeversicherung ist oder eben ein Sparplan auf dem Fonds. Ja. Dabei kann der Mensch, der dir das vertickert, der hat eigentlich gar keine, wenn er jetzt ein gelernter Banker ist, hat er eigentlich überhaupt keine Ahnung von Gebäudeversicherung. Aber verkaufen muss er diese trotzdem, weil... ist jetzt gerade, wenn das Geld zu verdienen ist für die Bank, dann tun wir das doch jetzt bitte auch. Ja? Wenn er sich seiner Position in der Bank sicher ist, dann kann er vielleicht noch sagen, okay, ich rufe Ihnen den von mir aus R&V-Spezialisten, der genau. Ihnen dann diese Gebäudeversicherung rechnet, weil ich kann es nicht. Ja? Finde ich ja noch in Ordnung, dann soweit. Ja? Aber manchmal machen die einfach irgendwas, kreuzen irgendwas an, wenn du Versicherung verkaufst. Und das ist dann klar, so für die Filialzahlen und gut ist. Und diese Bankberatung ist ja eigentlich, die geht natürlich auch dahin, dass man selbstverständlich die Produkte, die zur Erfüllung des Zieles zu möglich sind, dass man die natürlich dann auch dort kauft, wo die Bank halt eben nun mal ist. Ist ja vollkommen klar. Aber eine Bankberatung ist eigentlich ja was komplett anderes. Bankberatung fängt bei der Wahl des richtigen Girokontos und welche Kreditkarte hole ich denn mit in den Urlaub, ja, fängt die an, bis zu, bei ihrem Himmels Willen, ist ein Auslandsakkreditiv aufzustellen. Wie kann ich eine Finanzierung aufbauen und. Das ist Bankberatung, das gehört da rein. Und eine Anlageberatung, dafür sollte es in einer Bank dann auch jeweils immer wieder einen Spezialisten geben, weil auch hier kann nicht jeder alles. Und diese Spezialisten sollten, dann wäre alles gut, wenn die nicht auf Teufel komm raus vertickern müssten, was jetzt halt gerade diese Woche im Angebot ist.
Sprich, wir haben eine neue Tranche von, keine Ahnung, ich bleibe jetzt halt bei der Volksbanken-Universum. Wir haben eine neue Tranche von den Uni-Immo Europas. Ja? Die Bank ist begeistert davon, dass sie eine Tranche von Union zugeteilt, kriegt die Bank ja dann sowas zugeteilt zum Beispiel. Das war immer was sehr, weil das geschlossene Geschichten waren, also begrenzte Geschichten waren, also musste man sich da zuteilen lassen. Und umso mehr von diesen Fonds verkauft wurden innerhalb der Bank, umso höher war der Status wiederum der Bank beim Kooperationspartner und umso höher ist der provisionelle Anteil, den die Bank bekommt, wenn die diesen Goldstatus dann erhält. Zum Beispiel Silberstatus kostet richtig Geld für eine Bank. Und in Anbetracht dessen, dass wir heute aus den Zinsmargen nichts mehr erwirtschaften können, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu verkaufen drauf und da wieder. Glauben sie. Mhm. Und deswegen donnern die Zeug raus noch und nöcher. Also, dass deine Frau noch in so einer Bank arbeiten darf, das ist ganz toll. Beglückwünsche sie von mir. Werde ich aufrichten, ja. Was ja aber Entschuldigung. Was ja aber interessant ist, dass es eigentlich sowas ja gar nicht mehr geben dürfte, dass die Banken etwas verticken, was in ihren Mutterhäusern zusammengeschnürt wird, zum Beispiel auch aus faulen Schiffskrediten. Da werden dann Fonds aufgelegt, die dann an Privatanleger vertickt werden, die überhaupt nicht wissen, was da drin steckt. Eigentlich dürfte es sowas gar nicht mehr geben, denn es gibt ja nun so ganz viele Vorschriften durch die EU, zum Beispiel diese Geeignetheitsprüfung. Also eigentlich müssten die Berater ja, oder sie müssen prüfen, ob das Produkt, was man dem Kunden oder der Kundin verkauft, geeignet ist für deren Situation. Und Anleger- und anlagegerechte Beratung. Genau. Und das haben wir alles gelernt, Annette. Ich bin ja auch Finanzanlagenfachfrau IHK. Ich dürfte als Honoraranlagenberaterin tatsächlich arbeiten. Ich mache das nicht. Aber eigentlich dürfte es das gar nicht mehr geben, dass solche Produkte verkauft werden, wenn es sich nicht eignet. Da frage ich mich dann immer, was hat dieses Gesetz eigentlich gebracht? Denn wenn ich einen Kunden beraten würde, jetzt aus meiner Geeignetheitsprüfungsvorstellung und den gesetzlichen Vorgaben, dann könnte ich ihm oder ihr sowas ja gar nicht verkaufen. Ja, die Beratung wird ja auch immer standardisierter. Also das war jetzt, also das ist, glaube ich, schon wieder ein paar Monate her, aber ich habe mich auch mit meiner Frau unterhalten. Und die stampfen jetzt halt oder dampfen die Vermögensberatung für vermögendere Kunden massiv ein, weil die Risiken da einfach zu hoch sind. Ja, und auch bei den nicht so vermögenden Kunden wird das halt immer standardisierter, um eben hier in keine, ich sag mal, Individualfalle zu laufen. Weil das Problem ist ja, je individueller ich vorgehe, ja, desto mehr habe ich natürlich im Einzelfall mal Abweichungen, die dazu führen können, dass dann, wenn, ich meine, solange alles gut läuft, ist ja kein Problem. Aber ich meine, es gibt ja natürlich auch Kunden, die, also nicht nur Berater, die, wie soll man sagen, kritisch sind, sondern auch kritische Kunden. Und die dann, wenn es eben schlecht läuft, ja, dann eben den Ball zurückspielen. Und wenn das dann eben nicht nach Schema F abgehandelt wurde, sondern zu viel individueller Spielraum da genutzt wurde, dann gibt das angesichts der ja, doch konsumentenfreundlichen Rechtsprechung dann Rückläufer. Und das führt natürlich dann dazu, dass mal alles standardisierter wird und natürlich auch vielen Leuten dann viele Möglichkeiten verschlossen bleiben, es sei denn, die informieren sich individuell weiter, wie ja, außerhalb der Finanzbranche oder der eigentlichen Finanzbranche, ne? So FinCamp zum Beispiel. Ne? Das sind natürlich, solche Veranstaltungen. Oder Finanztalk oder so. Oder Finanztalk, ne? Oder irgendwelche Börsentage. Aber jetzt mal so ganz ketzerisch reingefragt. Vincent hat richtig viel Geld versenkt. Annette ist nicht glücklich. Du hast deine Bankberaterin direkt geheiratet, damit du weißt, dass sie auch irgendwie wirklich gute Tipps an dich weitergibt. Und Dani, du bist jetzt auch nicht immer nur begeistert über das, was da abgelaufen ist. Braucht man Bankberatung noch? Oder ist es schlauer zu sagen, hey, es gibt geniale Blogger, es gibt geniale bankliche Angebote, wo ich mich darüber informieren kann. Mhm. Annette, du schüttelst energisch den Kopf. Naja. Energisch. Selbstverständlich brauchen wir noch Bankberatung, weil wir nicht alle erreichen werden. Ja? Und mir ist es doch lieber, es geht Lieschen Müller aus dem
geht nach der Ausbildung auf eine Bank und lässt sich da einen VL-Vertrag aufs Auge drücken und einen Riester aufs Auge drücken, als sie geht anschließend zu MLP und lässt es sich dort aufs Auge drücken. Ja? Wir werden nicht alle erreichen und wir werden nicht alle bilden können. Ja, ich glaube zwar, dass Banken sich gerade dabei sind, großzügig selber abzuschaffen, ja? Aber solange sie den Teil noch übernehmen und das nicht komplett alles ins Digitale ausgelagert wird, dass du dich von deiner Bank dann digital durch das Computerprogramm, was sie auch durchlaufen lassen, wenn du gegenüber ihnen sitzt, ja, oben schmeißt du die Daten rein, unten kommt irgendein Produkt raus. Solange dann noch ein Mensch sitzt und das Programm mit dir durchgeht, wird das auch genutzt werden. Und irgendwann wird es vielleicht so sein, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt, dann geht es halt nur noch digital. Aber wie gesagt, mir ist es dann immer noch lieber bei einer Bank, wo ich den Schaden zumindest das ist nicht das Optimale, aber es ist nichts furchtbar Falsches in der Regel. Ja? Lieber dann dorthin, als dass sie richtig auf die Schnauze fallen, indem sie draußen in der freien Wildbahn für jeden dahergelaufenen Nicht-Finanzberater Freiwild sind. Annette zeichnet hier die Negativbeispiele gegeneinander aus. Also ja. Es setzt sie nebeneinander. Also ich verstehe zwar, was Annette meint, aber für mich ist es tatsächlich so, ja, wir brauchen noch Beratung, das auf jeden Fall. Wir brauchen natürlich mehr Bildung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber ich denke, wir brauchen tatsächlich auch noch Berater. Aber ich stehe ganz klar auf dem Standpunkt, dass Beratung in den Banken nichts zu suchen hat, für mich nicht. Und mal die ganzen Vertriebler, die wir gerade angesprochen haben, MLP, AWD und wie sie alle heißen, das hat sowieso mit Beratung jetzt nicht wirklich was zu tun. Sondern für mich ist ganz klar, wenn Finanzberatung, dann Honorarberatung, weil dann bezahle ich den Honorarberater und der macht, wenn er eine gute Ausbildung hat, er oder sie, dann tatsächlich für mich was. Der prüft meine Situation, der begleitet mich in eine gute Wegstrecke meines Lebens und dem erzähle ich dann auch alles. Und der ist nicht produktgebunden, der kennt sich aus, der hat im Zweifel auch Experten noch im Hintergrund oder sie und kann tatsächlich mit mir meine Finanzen nach vorne planen und auch im Ruhestand wieder entsparen zum Beispiel. Also das ist eigentlich so meine Vorstellung, dass wir mehr wissen, besser fragen können und uns dann einen guten Honorarberater raussuchen. Denn ich gehe ja auch zum Friseur zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, lass mir die Haare schneiden und bezahle dafür. Warum ist das so im Geld bei den Finanzen nicht verbreitet? Das hat natürlich geschichtliche Hintergründe und so weiter, aber ich würde gerne, dass wir dahin kommen. Und, aber das ist so ein weiter Weg und die Honorarberatergesetzgebung, das geht mal hoch und mal runter. Jetzt hatten sie vor 2-3 Jahren das geschnürt und jetzt wird das irgendwie alles wieder so aufgebrochen. Jetzt dürfen auch also Annette, korrigier mich da, eigentlich durften Honorarberater und Provisionsberater, muss das getrennt sein. Heute dürfen wir es wieder zusammen machen, aber es muss irgendwie organisatorisch getrennt sein. Umgekehrt, die Provisionsberater dürfen auch Honorarberatung machen, Honorarberater dürfen aber keine Provisionsberatung machen. Genau, und das ist auch schon wieder sowas. Also da will man die Honorarberatung stärken und dann vermischt man das vom Gesetzgeber her wieder. Also mich ärgert das persönlich sehr, dass man die Honorarberatung nicht wirklich zielstrebig nach vorne bringt. Erklärt sich mir aber auch, weil die Banken echt ganz stark Lobbying bei den... Noch schlimmer sind die Versicherungen. Okay. Die Honorarberatung tatsächlich Gift. Mhm. Also für die ist es noch viel, viel schlimmer als wie für die Banken. Ja? Mhm. Eine Bank wird immer ein Girokonto, derjenige sein, der ein Girokonto anbietet. Ja? Natürlich. Und die wird auch immer derjenige sein, der einen Kredit vergibt. Mhm. Genau. Das kann kein Honorarberater. Punkt. Auch der Arbeiter. Dürfen die auch nicht. Dürfen die auch nicht. Ist auch in Ordnung. Aber jeder das eben, was für uns Menschen gut ist und nicht. Genau, richtig. So. Erzählt mal vielleicht ganz kurz. Ich weiß, das ist für euch eine Vokabel, die für euch völlig klar ist. Und ich denke, viele wissen es auch. Aber was ist denn genau der Unterschied zwischen einem Honorarberater und einem Berater, der bei der Bank angestellt ist? Die Honorarberater arbeiten letztendlich wie ein Steuerberater. Das heißt, den bezahle ich Geld dafür. Den bezahle ich nach Stunde. Und
Das Gegenteil ist eben der Provisionsberater, den, also jetzt ganz grob formuliert fürs Publikum, und der Produkt oder der Provisionsberater, der bekommt eben pro verkauften Produkt eine Provision und ist deswegen nach außen hin, ich nenne es mal scheinkostenlos, und das macht es natürlich viel attraktiver, als wenn ich sage, ich gebe für eine Honorarberatung 100, 200, 300 Euro aus, die ich dann aber in ein paar Jahren wieder drin habe, beispielsweise durch Nettotarife, die gibt es ja nämlich auch bei Versicherungen beispielsweise oder bei Fonds. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was Nettotarife sind. Aber allein durch die eingesparten Kosten, die habe ich halt ein paar Jahre wieder raus. Aber offensichtlich setzt sich das Modell nicht durch angesichts von, korrigiere mich, Annette, ich glaube so 400.000 Provisionsberater, die wir in Deutschland haben, in den verschiedenen weniger. Zweigen. Wird weniger, aber wie viele Honorarberater gibt es? Ein paar hundert, glaube ich. Ich glaube noch nicht mal 1.000. Es sind deutlich, deutlich weniger als 1.000. Ja. Und das sieht man auch bei den Banken. Es gibt ja die Quirinbank. Das ist ja die einzige Bank, glaube ich, die es in Deutschland so macht. Die sagt, okay, wir nehmen quasi eine Flatrate an Gebühren von unseren Kunden. Mhm. Bekommen für die Produkte, die wir verkaufen, geben wir dem Kunden zurück. Mhm. Ja, das heißt, sie sind natürlich auf den ersten Blick teurer als eine normale Sparkasse oder Deutsche Bank oder was auch immer. Aber im Laufe der Jahre kommt natürlich sehr, sehr viel an Vergütungen, die eigentlich die Bank bekommen hätte oder der Berater bekommen hätte, die bekomme ich als Kunde dann gutgeschrieben, weil das direkt an mich durchgereicht wird. Nur die setzen sich ja auch nicht richtig durch gegen den Rest. Das heißt, die bleiben halt irgendwie unsichtbar. Und es gibt natürlich, denke ich mal, einfach sehr viele Interessensgruppen, die eben keine Lust darauf haben, dass es natürlich breitenwirksam bekannt wird, sowas. Ne? Ja. Einfach mal frag mal in eurem Freundeskreis oder Eva vielleicht, wer in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis Nettotarife kennt. Ja, aber was gibt, ich habe schon auch von Honorarberatungen gehört, bei denen es so ist, was man ja leicht jetzt mit Provisionsberatung auch vertauschen könnte, oder vielleicht sind es auch gar keine Honorarberater, auf jeden Fall von Menschen, die sagen, ich berate dich alleine in deinem Interesse und das, was ich bekomme, ist ein Anteil von dem, was du damit erwirtschaftest. Was sind das denn für Berater? Sollte ich zu denen gehen oder sollte ich zu denen lieber nicht gehen? Also, Honorarberatung ist tatsächlich, das ist nicht, das kommt aufs Geschäftsmodell an. Es ist nicht festgelegt, wie ein Honorarberater jetzt wiederum sein Geschäftsmodell aufsetzt. Die einen rechnen stundenweise ab, wobei das sehr, sehr wenige sind. Sehr, sehr, sehr wenige. Ja? In der Regel ist es so, dass die sich einen prozentualen Anteil, jetzt wenn wir jetzt in der Geldanlage sind, einen prozentualen Anteil des Asset Under Management, also einen prozentualen Anteil des Vermögens, das sie denn mit dem Kunden zusammen angelegt haben, sich im Jahr halt nehmen. Ja? Irgendwas zwischen meistens um die 1,5% im Jahr. Ja? Auf das ganze Vermögen oder auf die Rendite? Oder? Nee, auf den Bestand, auf den gemanagten Bestand. Also wenn das jetzt ein Depot ist von 300.000, 1,5% im Jahr, Punkt. Okay, das heißt, ich kann schon mal von meiner Rendite im Kopf das schon so ein bisschen abziehen, richtig? Genau. Dafür werden dann aber, wenn diese Fonds sind ja, die können ja dann auch von dem Honorarberater halt eingesehen werden, der hat die halt under Management, ja. Mhm. Und dafür, wenn das dann Fonds sind, die wiederum Quotagen bezahlen, dann kriegt der Honorarberater diese Quotagen, muss die aber ausleiten an den Kunden. Also der gibt die weiter. Ja, er darf sie sich nicht zusätzlich zu den 1,5 noch in den Sack stecken. Gehört sich nicht. Das ist halt auf der Geldanlageseite so. Und in der Versicherungsberatungsseite ist es dann so, dass der Versicherungshonorarberater, dass der sich weil er ja eben dann einen Nettotarif zum Beispiel vermittelt oder halt in Versicherungen berät und am Ende kommt überhaupt kein Produkt raus, auch das kommt vor, dann lässt er sich normalerweise in Stunden bezahlen und vermittelt dann halt eben einen Nettotarif. Das kann dann sein, dass er sich die Beratung extra bezahlen lässt und dann nochmal eine Vermittlungsstundengebühr sozusagen. Also das ist dann wirklich Dokumentationskram, Schreibkram. Hm? Also 3 Stunden Beratung und nochmal 2 Stunden Schreibkram. Ja? Und dann kostet die Versicherung halt an Honorar, keine Ahnung, 800 Euro. Punkt. Fertig. Und dafür gibt es einen Tarif,
einen Versicherungstarif, der wiederum ohne Abschlussprovisionen konzipiert ist. Das heißt, das Geld fließt mehr in diese Versicherung hinein. Oder die Versicherung ist per se günstiger. Das kommt halt darauf an, was für eine Sorte Versicherung man halt jetzt eben abschließt. Ja. Natürlich bekommt die Versicherung trotzdem noch das Geld, was sie verdient, nach wie vor. Also das ist nicht so, dass da überhaupt keine Kosten mehr anfallen. Die Versicherung verdient da ihren Teil trotzdem noch. Aber der Honorarberater verdient da nichts mehr dran. Und hier muss man auch mal eine ganz klare... Ich rede heute ganz furchtbar viel, aber ihr habt halt mein Thema. Hier muss man eine ganz klare Lanze auch für die Provisionsberatung brechen, und zwar was den Bereich Sachversicherungen betrifft. Es ist schier unmöglich, Sachversicherungen im Sachversicherungsbereich auf Honorarberatung zu arbeiten. Weil, stellt euch das mal vor, da kostet, also eine Haftpflichtversicherung kostet von mir 60 Euro, ja, im Jahr. Der honorarberatende Versicherungsmakler hockt da und sitzt dann für diese Haftpflichtversicherung, sagen wir mal, er braucht eine Stunde und er hat 180 Euro Honorar netto. Plus dann noch, es ist ja vollkommen wurscht, ob er jetzt 2 Stunden Bearbeitungszeit braucht, für diese Haftpflichtversicherung zu dokumentieren und zu machen, oder ob er das für BU-Versicherung braucht. Das ist ja vollkommen egal. Der Arbeitsaufwand ist ja trotzdem da. So, also dann kostet dich diese Vermittlung oder diese Beratung über einen Honorarberater in einer Haftpflichtversicherung kostet dich dann plötzlich, was weiß ich, 300 Euro für eine Versicherung, die 60 Euro kostet im Jahr. Dann fängst du ja schon mal an, mit den Zähnen zu knirschen und denkst dir, viel cooler wird das aber dann, wenn du mal einen Schaden hast, weil der Versicherungsberater, Makler ist mit dir in dem Augenblick fertig. Der hat dir das Produkt vermittelt, ja, hat seinen Job gemacht, es ist alles gut. Jetzt hockst du dich auf die Brille deines Nachbarn und willst Hilfe haben beim Ausfüllen des Formulars für diese Haftpflichtversicherung. Wie schreibe ich das denn? Und der Honorarberater braucht eine halbe Stunde, um das mit dir zusammen zu machen und schreibt dir anschließend eine Rechnung über 75 Euro. Nicht schön. Aber dann ist doch wieder gut, wenn es diese Kombinationen gab, die, ich glaube, Dani eben angedeutet hat, aus Honorar- und Provisionsberater in diesem Versicherungsbereich. Das heißt, der zum Beispiel eben im Sachversicherungsbereich Provisionstarife anbieten kann. Nicht. Du kannst nicht im Versicherungsbereich, bist du entweder 34, wir können übrigens die Honorarbereiche nicht über Zulassungen trennen. Ja? Also Anlageberatung, also Geldanlage im Honorarbereich ist die Zulassung 34H. So, damit bist du Honorarfinanzanlageberater oder Honorarfinanzanlagevermittler, so die korrekt. 34a, was denn? H. Bitte? H. Gewerbeordnung. Gewerbeordnung. H. GWU. Und darfst halt eben keine Provisionen aus Finanzprodukten annehmen. Der entsprechende Paragraph für Finanzversicherungsberater ist 34d2. Das C2 ist besonders wichtig, weil D1 sind Provisionsmakler und D2 sind Versicherungsberater. So, und ein Versicherungsmensch darf nicht D1 und D2 gleichzeitig sein. Das heißt, bist du bei einem reinrassigen Versicherungsberater, kann der gar nicht anders als dir für diese Haftpflichtversicherung für dieses Ausfüllen der Schadensmeldung, als der dir da eine weitere Rechnung zu schreiben, derweil ein Versicherungsmakler, der nach wie vor nach Provisionsabrechnung das durchaus theoretisch durchaus per eine Honorarrechnung schreiben kann. Und das ist das, was Dani vorhin meinte, dass sie hier anstatt die Honorarberatung zu stärken, tatsächlich in Keil reingetrieben haben und haben es für die Maklerschaft, also für die Verkäuferschaft sozusagen, Provisionsschaft, die ich, wie gesagt, nicht für schlecht halte. Also ich möchte da keine ganz furchtbare Wertung reinbringen. Haben sie hier ein Schlupfloch geschaffen, was sie natürlich der Honorarberaterschaft nicht aufgemacht haben. Und somit bist du im Sachversicherungsbereich, bist du tatsächlich bei einem Provisionsmakler tatsächlich, würde ich sogar fast sagen, immer besser aufgehoben. Aber allein schon...
Allein schon an dem, was Annette jetzt erzählt mit diesen D und H und F, und das gibt ja noch ganz viele andere kleinteilige Sachen. Ich finde, da sieht man ja schon den Fluch der ganzen Gesetzgebungsverfahren oder der Gesetze, die wir auch haben. Das ist ja alles geregelt, dass es eben wirklich kompliziert ist in diesem ganzen Bereich. Also Fluch oder Segen, es liegt ganz, ganz eng beieinander. Und ehrlich gesagt, ich weiß da auch gar nicht so richtig, wo die Lösung ist. Ich meine jetzt mal, fern dieser ganzen Gesetzgebungsverfahren, die kriegt man ja irgendwie sowieso nicht zerschlagen und aufgelöst und das mal auf eine einfachere Regelung gestellt. Also ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben, dass das einfacher gemacht wird. Dann frage ich mich, wie können wir dann als Kundinnen und Kunden dann damit besser umgehen? Meine Frage wäre jetzt auch gewesen, und ich will unbedingt auch nochmal von Vincent hören, was seine Meinung ist. Er hatte gerade Mikro an, hat es nochmal ausgemacht. Was ihr denn für Tipps habt, nachdem Vincent erzählt hat, was er dazu sagen wollte, was ihr für Tipps habt, wie man als Mensch da draußen rausfinden kann, an welchem Punkt ich wohin gehe, um gut beraten zu werden und eben nicht in den Fettnäpfchen zu treten oder einfach nicht beim falschen Menschen anzudocken. Aber zuerst sage ich mal, Feuer frei für Vincent. Ja, danke schön. Zum Thema Nettotarife wollte ich noch was sagen. Und zwar kann ja ein Mensch, der Nettotarife vermittelt, der kann ja im Bereich der kleineren Sachversicherung durchaus auch dann auf sein Honorar verzichten, wenn er ein bisschen Fuchs ist. Und dann hat er ja vielleicht auch irgendwo eine Mischkalkulation, beziehungsweise nimmt so eine private Haftpflichtversicherung als Türöffner. Also sagt man ja, glaube ich, so schön in der Branche. Da kommt dann ja nochmal jemand mit einer anderen Geschichte, die er dann da haben will. Und so einen habe ich da gefunden. Also der nimmt dann diese Beratung auf seine Kappe, ist sein Risiko, sein wirtschaftliches Risiko, dass er tatsächlich vielleicht nur berät und nichts verkauft. Und nur wenn es zu einem Abschluss kommt, dann kriegt er eben seine, nicht Provision, sondern sein Honorar dafür. So, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Aber natürlich ist es schwierig, genau so einen zu finden. Und es gibt eben in allen möglichen Ausführungen Leute, die da versuchen, am Markt zu agieren. Und ja, bis man da das Passende für sich gefunden hat, ist das nicht ganz so einfach. Ja. Das andere, was ich noch sagen wollte, ist zu den, was ihr vorhin sagtet, dass die Honorarberatung wegen der Lobby nicht so richtig vorankommt, ist natürlich auch wahr. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Leute da draußen noch gar nicht bereit sind, einen Honorarberater zu bezahlen, weil das halt eben einfach auf den ersten Blick ein Haufen Geld ist. Und da muss man auch erstmal hintersteigen, dass da on the long run erst dann der Effekt kommt. Und wenn wir da eine Umfrage machen, kann ich euch garantieren, dass die Masse da hurra auf Provisionsberater schreit. Ja. Nach wie vor. Aber Eva, um deine Frage noch zu beantworten, weil ich glaube, das ist ja auch nicht so ganz uninteressant, wenn du jemanden dein Vermögen verwalten lässt und den beteiligst an den Wertsteigerungen, kannst du, ich sag mal, 90% davon ausgehen, dass der eine übermäßig riskante Strategie fahren wird, die nicht deinen Präferenzen entsprechen wird. Wage ich mal zu behaupten. Ganz einfach deswegen, weil die Anreizstruktur ja da ist, dass diese Person, die dein Vermögen verwaltet, umso mehr Geld verdient, je höhere Rendite sie einfährt. Das wird natürlich mit einer riskanteren Strategie eher möglich als mit einer konservativen. Naja, du hast natürlich mit einer riskanteren Strategie auch das Risiko, dass sich das Vermögen vermindert, weil du eben auch Vermögen verlierst in einer riskanteren Strategie. Das geht ja nicht nur, wenn es so wäre, dass unter deterministischen Voraussetzungen eine riskantere Strategie immer zwingend zu mehr Ertrag führen würde. Dann würde ich dir auf jeden Fall recht geben, aber das ist ja nicht so. Das heißt, also jemand, der... Aber wenn es schief geht, muss der ja nicht dazu zahlen. Das ist ja genau der Witz. Und der Witz an der Sache ist ja auch, ob der jetzt, meinetwegen, wenn er erst ab 5% beteiligt wird, dann ist ja eigentlich egal, ob er minus 20 oder 4% Rendite macht oder minus 50 und 4%. Ja, er muss halt zusehen, dass er in möglichst vielen Jahren auf über 5% bekommt, damit er seine Beteiligung. Also es kommt sehr auf die Ausgestaltung an, will ich damit sagen. Und das kann sehr, sehr schnell zu einem Rohrkrepieren werden. Okay, so. Deshalb bin ich ganz stark für jegliche, für die Ablehnung jeglicher prozentueller Beteiligungen an irgendetwas. Stundenhonorar, ja. Du kannst problemlos so ein Depot managen,
über ein Stundenhonorar. Was das natürlich andererseits wieder dumm ist, ist, dass du natürlich ein 5.000-Euro-Depot im Zweifel genauso viel kosten kann wie ein 500.000-Euro-Depot. Ja? Genau, ich wollte gerade fragen, was machen die Kleinen? Also, das ne? kann natürlich sein, vollkommen klar. Ja? Aber nichtsdestotrotz, du kannst ja kalkulieren, ich brauche für eine Depotverwaltung im Jahr, brauche ich, was weiß ich, 12 Stunden, und dann rechnest du diese 12 Stunden ab und fertig ist. Ja? Und dann hast du das Problem nicht mehr, dass du dich selber korrumpierst als Berater. Weil das ist was, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, selbst der, jetzt, ich mache mir wieder Feinde da draußen, aber selbst der anständigste Berater, selbst derjenige, der vor sich selber jeden Morgen aufstehen kann, kann sagen, ich mache das, ich mach alles zum Wohle meiner Kunden. Ja? Selbst der vergisst, kann es nicht vergessen, im Hintergrund ein 1,5% von, ja, oder ein Abschluss unter irgendwas, die Zahlen stimmen oder irgend sowas. Das steckt irgendwo ganz, ganz hinten drin trotzdem. Wir sind nur Menschen. Und das beeinflusst dich auch indirekt und unabsichtlich, ohne dass man das das kannst du gar nicht verhindern. Mhm. Ich hab 20 Jahre lang in der Bank gearbeitet und ja, bei uns gab es Provisionen, also auch für den Berater dann Provisionen. Der Großteil ging an die Bank. Ja? Und aber der einzelne Berater, der halt diese Produkte verkauft hat, der hat trotzdem noch ein Schärflein on top gekriegt. Ja? Und ich habe mich 20 Jahre lang, halte ich mich nach wie vor für einen guten Bankberater. Ja? Und doch weiß ich, dass das Kribbeln im Bauch schon geil war, wenn einer 50.000 € Investmentfonds gemanagt, unterschrieben hat. Und dass mir das dann schon auch im Kopf rumgegangen ist, boah, das sind jetzt 500 € extra. Ja? Das lässt sich nicht ausblenden. Und von dahinein ist es das Einzige, wie man sich da selber auch wirklich vollkommen von weg machen kann, ist zu sagen, ich brauche so und so viele Stunden, bezahl mir das, Punkt, fertig. Und dann setzt man die Stunden rein und hat sich. Ich bin sehr froh, Annette, dass du das angesprochen hast, denn ich glaube, das ist auch genau ein Punkt für eine gute Honorarberatung oder überhaupt Anlageberatung, wenn die Berater tatsächlich... Man kann ja auch einen Pauschalpreis nehmen, muss ja kein Stundenpreis sein, aber man kann ja einen Pauschalpreis auch sagen und dann ist das spricht auch für die Qualität des Beraters oder der Beraterin, wenn sie eben sowas vorschlägt und nicht prozentual am Vermögen beteiligt ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, das macht einen guten Berater aus oder Beraterin aus. Weil du gefragt hast, Eva, na, was wir denn dann so empfehlen würden, das wäre für mich auch so ein Punkt. Und du hast gesagt, du hast noch angesprochen, ja, was machen dann die Kleinen, die nicht so viel Geld haben? Das ist in der Tat was, die nicht so viel Geld haben, ja, die können natürlich auch, würde ich auch durchaus empfehlen, zu einem Honorarberaterin zu gehen. Auf jeden Fall, das zahlt sich total aus in the long run. Aber es ist auch so, dass Honorarberater manche dann auch nicht nehmen, weil sie zu wenig Geld haben. Und dann... Selber machen ist genau der Punkt. Dann tatsächlich selber machen, sich einlesen, sich nicht zu den Vertrieblern gehen. Also die würde ich komplett gar nicht in mein Haus lassen und auch nicht in meinen Dunstkreis, die ABDs und MLPs dieser Welt. Und dann tatsächlich sich einlesen. Ich glaube, anders wird man dem Ganzen nicht Herr und Frau. Also das finde ich auch, dass man zumindest die vermeintlichen einfacheren Sachen oder grundlegenden Sachen sollte man sich möglichst wirklich selber aneignen, soweit wie das geht. Und für sehr spezielle Sachen kann man dann natürlich wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und da möglichst eben schon über diese Schiene Honorarberatung, weil man da eben am ehesten noch sicher sein kann, dass man da nicht übers Ohr gehauen wird, sondern dass man dafür sein Geld dann eben die entsprechende Beratung erfährt, die man eben auch erwartet. Was natürlich bei einer provisionsgetriebenen Geschichte ganz anders sein kann. Gibt es denn so eine Schwelle, wo ihr das sinnvoll findet? Ihr hattet gerade das 5 oder das 50.000 € Depot. Denkt ihr, ich sage jetzt mal aus dem Bauch aus, bis ich mein Depot auf fünfstellig hochgefahren habe,
kann ich einfach mal, ihr habt ja tatsächlich jetzt auch alle wirklich sehr, sehr gute Blogs, einfach mal in Finanzblogs lesen und da gucken. Und ab einem Betrag von 10.000 zum Beispiel ist es an der Schüssel schon närrisch im Kopf. Also meiner hypothetisch, meiner Frage, ob ihr das sinnvoll findet, kannst du also nicht zustimmen. Das ist ab jedem Depot sinnvoll, diese Investition zu tätigen, weil du ja auch lernst, wie du dein Depot schneller verbesserst. Und was ich von dir auch immer weiß, ganz wichtig, am Anfang geht es ja nicht nur darum zu schreien, ich kaufe mir einen ETF, sondern erstmal zu überlegen, was für eine Strategie verfolgst du überhaupt und wo willst du hin, was ist dein Ziel, was ist deine Risikobereitschaft, ja, wie viel Rendite möchtest du und wo, ne, wie viel Risiko willst du damit eingehen. Und das ist, ab jeder Größenordnung des Depots schon eine relevante Frage. Für manche ist es zum Einstieg genial, von mir aus die 150 oder 250 Euro für einen Honorarberater hinzulegen und einmal so ein grundsätzlich mal eine Beratung zu kriegen, wo läuft das überhaupt im Leben? Ja, wie läuft das überhaupt ab? Für die ist das natürlich gut investiertes Geld. Ja? Für jemand, der aber sowieso interessiert ist, es selber zu machen und, der braucht natürlich nicht für seinen ersten 25 Euro ETF so einen Honorarberater zu laufen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Das ist Unsinn. Aber das sowas passiert ja auch nicht. Sowas habe ich jetzt nicht erlebt. Aber vielleicht nochmal, was ich empfehlen kann, so bin ich vor, ja, in den 90er Jahren, als ich hier mein erstes Geld verdient habe, auch vorgegangen. Die Literatur zum Thema kostet ein Apfel und ein Ei. Und sich einfach mal zum Thema, und da ist wieder diese Unterscheidung wichtig, zum Thema Anlage und zum Thema Versicherung, sich mal was Grundlegendes zu holen und sich da mal einzulesen, das kostet weder vom Geld noch von der Zeit her die Welt. Und man hat dann schon mal so ein Fundament fällt dann vielleicht nicht so die, oder ja, tritt dann, nimmt dann nicht jedes Fettnäpfchen mit. Ja, und es gibt ja dann auch so, wenn man dazu noch so ergänzt, sowas hier, Lexikon der Finanztümer oder sowas, wo man auch mal eben so ein paar Kurse und Workshops, weißt du? Kurse und Workshops, Ja, aber so als absolute Grundlage, da ist man jeweils mit 10 Euro dabei, hat man vielleicht 30 Euro ausgegeben und dann hat man schon mal so ein Grundrüstzeug, ja. Und dann danach kann man das Wissen natürlich immer weiter verfeinern. Aber ich denke mal, es geht ja um, hier gilt ja auch Pareto. Und ich sag mal, mit 20% des Wissens umgeht man ja auch 80% der Fehler. Ja, obwohl, ich glaube, die Generation macht ja aufs Neue. Das ist ja. Ist das größte Credo von euch allen Vieren, höre ich aber auf jeden Fall raus. Es ist sehr sinnvoll, auch selber sich schlau. Wie Vincent vorhin schon sagte, meine Frau und mein, also nicht anderen Leuten die Verantwortung zu übergeben, sondern selber dafür zu sorgen, dass man einfach weiß, wo es hingehen soll, wie die eigene Strategie aussieht, wie der Finanzmarkt funktioniert. Ich finde das eben, noch mal auf Luis zurückzukommen, er sagt ja, lesen oder vorbilden irgendwo im Internet und so weiter, und das ist dann ja auch schon, wenn man vorgebildet in so ein Gespräch geht, beim Honorarberater oder an wen man auch immer gerät, dann kann man ja auch ganz anders darauf reagieren, was einem dort erzählt wird, ja. Oder beziehungsweise man kann da ja auch bares Geld sparen, wenn man dann den Honorarberater wählt, dann braucht er ja ein paar Stunden weniger, die man dann eben nicht bezahlen muss, weil man sich die Grundlagen selber schon drauf geschafft hat. Und das ist so der Ansatz, den ich da tatsächlich empfehlen würde. Wie gesagt, die Basics und die Grundlagen, je nachdem, wie weit denn das Interesse reicht, selber drauf schaffen durch Literatur, durch Blogs, durch Internet. Oder vielleicht dann auch mal punktuell irgendein Seminar. Klar, wenn man da ein gewisses Interesse hat, kann man das auch investieren. Und wenn man dann eben in die Verlegenheit kommt, mit einem Berater, wie auch immer der geartet ist, in Kontakt zu geraten, dann kann man da eben ganz anders auftreten, wenn man nicht mehr der ganz dumme Junge ist oder dummes Mädel. Dann kann man eben
auch reagieren und auch gezieltere Fragen stellen, wo der dann auch merkt, oh, okay, dem kann ich jetzt nicht mehr so veräppeln. Also ich denke, das ist für jeden eine sinnvolle Herangehensweise. Und durchaus, wenn man denn zu Beratungsgesprächen geht, auch jemanden mitnehmen. Also da bin ich auch ein Fan dafür, weil vier Ohren hören dann doch mehr als zwei. Und man tappt ja gern in Fallen hinein, weil wir sind ja nun mal emotionsgesteuert und nicht so rational getrieben, wie wir das eigentlich gerne hätten. Und das hilft dann auch immer, wenn da noch ein zweiter dabei sitzt. Und ich bin auch ganz klar dafür, Bücher lesen. Das ist eine relativ kostensparende oder günstige Gelegenheit, sich da wirklich Bildung auch drauf zu packen. Und es gibt ganz tolle Bücher. Ich habe gerade noch eins reingestellt von Hartmut Walz zum Beispiel. Einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Da stehen ganz viele Fallstricke auch drin. Und wenn man mit solchen Büchern anfängt, von denen, es gibt ja ganz viele, dann tappt man auch nicht mehr so leicht rein und findet dann, wenn man das Ganze wirklich ernst nimmt und dem wirklich eine Priorität einräumt, bestimmt auch die richtigen Berater, die richtigen Menschen, die mit einem das machen. Und dann kann man es auch irgendwann selber, weil das ist kein Buch mit 7 Siegeln. Es ist kompliziert, es ist komplex, aber so nach und nach kann man sich da schon so durchschlagen durch diesen Dschungel, der einen da umgibt. Und vielleicht noch eine Sache. Das ein angeeignet hat. Oh, die Eva ist eingefroren. Eva hat einen Delay in ihrer Leitung. Ich glaube, ich hänge ein bisschen in meiner Leitung. Deswegen kann Vincent jetzt seine eine Sache loswerden. Ja, jetzt bin ich ganz überrascht, weil jetzt habe ich es, glaube ich, gerade vergessen. Was wollte ich jetzt sagen, Mensch? So ein Mist. Jetzt ist es mir echt gerade entfallen. Okay, dann springe ich wieder ein und vielleicht fällt es dir wieder ein. Dani hatte gerade gesagt, wenn man ein bisschen vorgebildet ist, dann findet man ja vielleicht auch den für sich passenden Berater. Annette, du bist ja auch in so einem ganzen Netzwerk drin. Habt ihr vielleicht auch nochmal vielleicht als erstes mal so Anlaufstellen hat, um Berater zu suchen, bei denen ihr sagt, okay, bei denen habe ich jetzt per se schon mal eher ein gutes Gefühl, das ist ja jetzt mal nicht ABD oder mal nicht MLP? Ja, also was ich natürlich immer, was ich natürlich empfehle, ist wirklich dann, wenn ich mir jemanden aussuche, dass ich mir ins Impressum reingucke und gucke, was für Zulassungen hat dieser Mensch. Ja? Ist das im 34? Aber kann ich das denn als normaler Mensch? Also ja, wenn man ein bisschen sich auf die Suche, also sich damit beschäftigt, ich suche mir jetzt einen Finanzberater, ja, weil ich möchte jemanden. Dann fällst, okay, also was soll der haben? Dann fällst du über diese Informationen. Also wie gesagt, im Versicherungsbereich ist es diese 34D2-Geschichte, im Anlagebereich ist es die 34H-Geschichte. Dass irgendwer beides hat, gibt es ganz wenige. Ganz wenige Menschen. Ich glaube, das sind nur 100 Stück oder so. die müssen aber nicht beide haben. Und das, was Dani vorhin sagte, mit diesem Wissen vorne dran, das ist eigentlich das Allerwichtigste bei der Suche nach einem Berater, der mir dann das abnimmt, was ich tatsächlich nicht selber kann. Ich kann nicht selber eine Versicherung. Warum soll ich mich durch sämtliche Versicherungen durchwühlen? Ja, ist ja vollkommener Quatsch. Warum? Und vielleicht mag ich auch mein ETF-Depot nicht selber bauen, weil ich bin vielleicht Unternehmer und habe keine Zeit für sowas zum Beispiel. Dafür sind Berater da. Oder ich habe wirklich ein riesen Konglomerat mit allem Möglichen und Scheidungen und Kinder und Dinge, ja, also wo das wirklich komplex ist, dafür gibt es Berater, dafür sind die da, ja, und dieses Produkt verkaufen, das ist eigentlich nur eine reine Dienstleistung. Ich glaube, das müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen voneinander versuchen zu trennen, dass es ist doch, ich muss doch als, von mir ist auch als Autoverkäufer erstmal herausfinden, was für ein Auto dient doch meinem Kunden überhaupt, bevor ich sagen kann, ey, es ist das und das Auto. Und das hat 375.000 PS und verbraucht nur 4 Liter auf 100 Kilometer.
Also dein größter Tipp an dieser Stelle wäre, im Impressum zu gucken, hat der die Zulassung? Genau, hat der Zulassung, geht der regelmäßig auf Fortbildungen, ist er offen in dem, wie er sein Geld verdient, kommuniziert er das offen, kann er mir sein Geschäftsmodell klar machen, ja, wie verdient er sein Geld? Und er braucht eine Spezialisierung. Wenn, wie gesagt, jemand mir sagt, ich kann alles, dann weiß ich ganz genau, dass das derjenige ist, zu dem ich nicht gehe. Weil das gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Finanzler, der alles kann. Wäre für mich ein Riesenalarmzeichen, würde ich sofort gehen. So, das sind so die für mich wichtigsten Dinge. Wie würden die anderen empfehlen, sich auf die Suche zu machen? Habt ihr da vielleicht noch irgendeins? Also mir ist zumindest wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ist auch so noch so ein kleiner Tipp. Wenn man denn jetzt in so ein Gespräch reingerät, ob gewollt oder ungewollt, manchmal klingeln die ja, also war das früher an der Tür, dann kann man sich das ja auch alles anhören. Manchmal ist das sogar auch ganz interessant, aber man muss ja nicht um Gottes Willen gleich da irgendwas unterschreiben, weil die sich mal 2 Stunden Zeit für eingenommen haben oder vielleicht sogar noch ein Stück Kuchen mitgebracht haben oder in der Bank hat man einen Kaffee gekriegt oder so oder bei der Warterei durfte man die Tageszeitung lesen. Also da müsste man gucken, dass man da so ein bisschen sich frei von macht, von diesem, ich muss da jetzt irgendwie was machen, weil der war ja furchtbar nett zu mir. Das gilt natürlich wie im echten Leben und wie überall. Also man ist dazu nichts verpflichtet im Grunde genommen. Erstmal, man kann sich das anhören, man kann sich da vielleicht was ausdrucken lassen, was mitgeben lassen, eine zweite Meinung einholen, eine Nacht drüber schlafen etc. Man muss wirklich nicht dann gleich vor Ort beim ersten Gespräch da irgendwas abschließen, nur weil der irgendwie nett war und sich das alles ganz gut angehört hat. Amen. Man unterschreibe niemals am ersten Tag. Und wenn man es doch tut, sei man sich dessen bewusst, dass es 10 Tage Rücktrittsrecht gibt. Das ist auch noch ein guter Hinweis. Es trauen sich so viele Leute nicht, dieses Rücktrittsrecht in Anspruch zu nehmen. Sie müssen nicht mal einen Grund angeben. Die können einfach anrufen und sagen, ich mag nicht. Ja? Es trauen sich unglaublich viele Leute nicht, das zu tun. Das ist ganz, ganz krass. Ja? Wir dürfen Nein sagen. Jeder von uns darf Nein sagen, zu fast allem. Ja, ein guter Hinweis ist vielleicht auch noch, sich über seine eigenen, also was will ich dann eigentlich damit, was jetzt da auf mich zukommt, von wegen Anlageberatung oder sowas. Was will ich eigentlich im Leben? Brauche ich das? Was brauche ich denn eigentlich? Und ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Punkt, wenn man in solche Gespräche gerät oder glaubt, man muss jetzt sowas haben, dann wirklich sich aufschreiben, warum will ich das machen, was sind meine Ziele, wozu brauche ich das? Und das kann auch schon mal ein Schutz sein, um sich nichts aufschwatzen zu lassen. Und am besten weißt du auch schon wirklich genau, also dass du dem Berater, weil dann kann er dann, und das ist eigentlich das, warum ich die Finanzbildung immer vor der Honorarberatung mache. Also es gibt jetzt bei mir keine Honorarberatung ohne Finanzbildung vorher, weil der Honorarberater kann nur dann, oder überhaupt der Berater, kann nur dann eine gute Arbeit leisten, wenn er die Straße, wo der Kunde eigentlich hingehen will, mit den Leitplanken rechts und hinten, das muss der Kunde einem aber geben können. Ja? Ich will da und dahin, ich will das unter den und den Prämissen und das darf nicht passieren. Und in dem schmalen Band darf sich der Berater dann bewegen und sich darin dann die optimale Lösung suchen. Und dann sind wir bei der Dienstleistung und nicht mehr, also dann geht es um, ja, dann ist es eine Dienstleistung und das ist dann eine Honorargeschichte. Und das vorne dran, dieses Helfen dem Kunden seinen Weg zu finden, das ist eigentlich das, was ursprünglich mal Beratung war, es aber heute halt eben nicht mehr kostenfrei gibt. Schlicht und ergreifend. Das geht halt ganz gut über Finanzbildung, über dieses Rechnen lernen, dass man sich seinen eigenen Weg halt wirklich klar machen kann. Und dann zieht einen auch keiner mehr über den Tisch. Sehr gut. Luis, dein Wort zum Sonntag oder zum Montag? Ja, was soll ich sagen? Probiert ganz, ganz, ganz viele Berater aus. Vielleicht findet ihr den richtigen Ehepartner. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Sehr gut.
Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, 5 Minuten, ganz kleines bisschen überzogen, aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend. Es geht um euer Geld, es geht um eure finanzielle Zukunft, um eure finanzielle Bildung. Ja, ihr habt hier 4 grandios super gute Blogger. Wenn ihr erstmal damit loslegen wollt, euch da einfach ganz viel Wissen anzulesen, werdet ihr hier sehr fündig, könnt ihr wirklich richtig viel machen. Es gibt auch Facebook-Gruppen, in die ihr gehen könnt, wo ihr einfach auch ganz viel Wissen habt, wo ihr euch austauschen könnt mit anderen Leuten, um da einfach mehr Wissen aufzusaugen. Und ich denke, Annette hat es ja auch schon gesagt, Annette ist ja auch als Honorarberaterin tätig. Auch da könnt ihr euch einfach mal melden, wenn ihr jemanden braucht, der mit euch was macht. Oder mich fragen, mal zu gucken, im eigenen Bund. Wer wäre derjenige, den du mir empfehlen könntest? Ne? Genau, Annette ist da auch in dem Netz eingebunden. Honorarberater, es gibt ja diverse Firmen, die halt sich dann wiederum um die Honorarberater kümmern, die brauchen ja auch ein Obernetzwerk, das wiederum dann auch mit den Produktgebern wiederum zusammenarbeitet. Da gibt es zum Beispiel den VDH, Verbund Deutscher Honorarberater. Auch da kann man ruhig mal auf der Website gucken, wie läuft das. Ja? Da gibt es natürlich auch noch andere Honorarkonzepte und. Also einfach mal Honorarberatung auch googeln und mal gucken, was kommt. Ja? Da kommt ganz viel mittlerweile. Es gibt dann doch einige. Ja, wunderbar. Dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch vielen, dass ihr euch wieder eine Stunde eurer wertvollen Zeit genommen habt, um andere Menschen dabei zu unterstützen, einfach finanziell noch mehr Bildung aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass ich es auch noch geschafft habe, vom Boot in der Blauen Lagune in Zypern rechtzeitig zurückzukommen, um diese Stunde mit euch hier zu verbringen. Und wünsche allen, die zugeschaut haben und natürlich auch euch vieren, einen ganz wundervollen Abend. Danke, ja, auch. Gleichfalls. Ja, auch. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.